Hallo Mädels, die Pille hat so einige Nebenwirkungen, das wisst ihr am besten selbst oder aber auch seit meinem Video über die Nebenwirkungen der Pille. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Solltest du dich entschlossen haben, die Pille abzusetzen, dann solltest du die folgenden Dinge beachten. Frauen, die die Pille nehmen, setzen ihren natürlichen Zyklus außer Kraft. Die Blutung, die dadurch in der Einnahmepause provoziert wird, hat mit der echten Monatsblutung nicht viel zu tun, da durch die Einnahme der Pille ein Eisprung erst gar nicht stattfindet. Nach Absetzen der Pille muss der Körper die natürlichen Abläufe wiederherstellen. Das kann kürzer oder länger dauern. Sicher ist nur, dass sich Hormone nicht drängeln lassen und nach langen Einnahmezeiten auch damit gerechnet werden muss, dass sich der Zyklus erst langsam wieder einpendelt. Dafür verantwortlich sind Östrogen und Progesteron und natürlich die jeweiligen Lebensumstände der Frau. Völlig nebenbei läuft das Absetzen der Pille also nicht, denn durch das konsequente Vorgaukeln falscher Tatsachen ist der Körper lange Zeit Bedingungen ausgesetzt, mit denen er im Normalzustand erst einmal umgehen muss. So können Haut, Figur, Haare und nicht zuletzt das seelische Gleichgewicht außer Kontrolle geraten. Oder besser gesagt, wieder unter Kontrolle des eigenen Körpers kommen. Besonders Frauen, die die Pille wegen starker Regelschmerzen oder Hautprobleme eingenommen hatten, müssen damit rechnen, dass diese Wehwehchen wieder auftreten können. Auch die schöne Regelmäßigkeit ist ganz sicher erst einmal dahin. Die wenigsten Frauen haben auf Anhieb einen Zyklus, auf den sie sich verlassen können. Das klingt im ersten Moment bedrohlich, ist aber im Grunde eher positiv. Frauen, die sich mit ihrem Körper und ihrem Zyklus auseinandersetzen, verspüren ganz andere und neue Gefühle. Sie haben auf völlig natürliche Weise an bestimmten Tagen wieder mehr Lust, fühlen sich zu ihrem Partner besonders hingezogen, verstehen, wie ihr Körper tickt und besonders wichtig, sie pumpen ihren Körper nicht mehr mit Chemie voll. Das Absetzen der Pille ist jederzeit möglich. Brauche am besten noch eine angefangene Packung auf, sodass du in dieser Zeit geschützt bist. Dann folgt die Blutung. Im Anschluss fang einfach nicht wieder damit an. Nach dem Absetzen der Pille ist nichts unmöglich. Das heißt, Frauen können bereits im ersten Zyklus wieder schwanger werden. Das Schwierige daran ist lediglich, dass sich durch die Umgewöhnung des Körpers der Eisprung in der ersten Zeit nicht genau bestimmen lässt. Sei also gewappnet und vor allem nicht enttäuscht, wenn es etwas länger dauert. Grundsätzlich gehören die Nebenwirkungen der Pille mit dem Absetzen der Vergangenheit an. So können beispielsweise Lustlosigkeit, Migräne, Übelkeit oder Wassereinlagerungen von einem Tag auf den anderen weg sein. Das klingt doch gut, oder? Wenn du weißt, dass du andere Medikamente einnehmen musst, die die Wirkung der Pille außer Kraft setzen werden, zum Beispiel Antibiotika oder ähnliches, solltest du dich mit deinem Arzt über alternative Verhütungsmethoden aussprechen oder einfach auf Kondome zurückgreifen. Grundsätzlich ist ein Absetzen der Pille über kürzere Zeiträume nicht sinnvoll, da der Hormonhaushalt dadurch unnötig gebeutelt wird. Bist du in einer festen Partnerschaft und einer der Partner geht für eine Weile ins Ausland? Es klingt lukrativ, sich das Geld für die Pille in dieser Zeit zu sparen. Doch das ist ein Trugschluss. Du bezahlst mit deinem Körper und zwar mit deinen Hormonen, mit deiner guten Haut oder deiner Figur oder mit seelischem Ungleichgewicht. Wer sich in einer längeren Beziehung befand und nun getrennte Wege geht, könnte sich diese Frage stellen. Doch um sie zu beantworten, müsste sie eigentlich lauten, möchte ich meinen Körper weiterhin sinnlos einer Chemiebombe aussetzen? Diese Frage muss sich jede Frau selbst beantworten. Wer in Erwägung zieht, nach einer gewissen Erholungsphase sowieso wieder hier und da über die Stränge zu schlagen und das Leben auch auf sexueller Ebene mit allen Freiheiten zu genießen, dem hilft auch die Pille nichts, denn sie schützt nicht vor Krankheiten. Hier sind nur Kondome angesagt, ob mit oder ohne Pille. Grundsätzlich sollten sich Frauen in Sachen Pille immer bewusst sein, dass sie allein schon mit der Einnahme der Pille und auch währenddessen und noch viel mehr beim Absetzen ihren Körper einer enormen Belastung aussetzen. Die Möglichkeiten alternativer Verhütungsmethoden sind vielfältig und interessant, vor allem für Frauen, die an den Vorgängen in ihrem Körper interessiert sind und Lust haben, wieder mehr Lust zu haben. Doch im Endeffekt geben die Lebensumstände und Wünsche jeder einzelnen Frau den Ausschlag für ein Für oder für ein Wider.